Ein Index ist eigentlich ziemlich dumm. Da gibt es eine bestimmte Anzahl von Aktien und Anleihen, die einen Markt mehr oder minder repräsentieren, und damit hat es sich. Und genau das ist ja dann die Grundlage für passive Produkte wie ETFs. Herzlich willkommen zu Gewinnen mit ETFs, dem Forum der Experten, meine Damen und Herren. Nun kommen aber immer neue ETFs auf den Markt, die beanspruchen, einen intelligenten Index als Grundlage zu haben. Eingeordnet werden die dann unter Strategieindizes. Was hat es damit auf sich? Was bieten solche ETFs in welchen Marktsituationen? Darüber diskutieren wir heute im Studio. Und ich begrüße Heike Fürpass-Peter von Luxor ETF. Sie leitet dort den Retail-Vertrieb für Deutschland und Österreich. Und weiter geht's mit Michael Winker. Er ist Direktor beim Feritas und betreut dort eine ganze Reihe von Fonds, in denen er auch natürlich ETFs einsetzt. Diese Flut von neuen intelligenten Indizes, ja, wie muss man die beurteilen? Mal ganz generell gesprochen. Also jeder, wer was Neues will, muss sich was einfallen lassen, weil es ja halt so viele ETFs schon gibt. Also ist das vor allen Dingen Marketing? Nein, ich denke mir, das ist nicht vor allem Marketing, es ist auch die Nachfrageseite der Kunden. Also die herkömmlichen Indizes, die es ja bis jetzt am Markt gibt, marktkapitalisierungsgewichtete Aktienindizes, haben teilweise doch inhärente Probleme wie eine Trendfolge, ein Klumpenrisiko. Mhm. Und dann bietet es sich eben an, Indizes zu entwickeln, die dementsprechend das nicht so aufweisen. Also es ist schon nachfragegetrieben. Herr Winker, Sie sind ein Nachfrager. Also, jetzt müssen Sie sich bekennen. Wollen Sie solche Indizes haben? Haben Sie danach gefragt oder haben die Ihnen die angeboten und haben Sie gesagt, na ja, die klingen ja eigentlich ganz gut? Oder kam der Anstoß von Ihnen? Naja, der Anstoß kam sicherlich nicht von uns. Die Idee an sich, hinter der stehen wir aber auch. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur Marketing ist. Marketing ist es sicherlich in gewisser Weise schon, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Mhm. Ja, wir haben Fallstricke in den klassischen Indexbauweisen. Die mhm. können wir durch intelligente Indizes überbrücken. Mhm. Und da sind wir natürlich auch gern Nachfrage für intelligente neue Konzepte. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass die meisten immer noch die klassischen marktgewichteten, marktkapitalisierungsgewichteten Indizes nutzen. Also Sie sagen alle, die haben so ihre Macken, aber sie nutzen sie trotzdem weiterhin. Wie kann man das erklären? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist der, dass es natürlich gerade für taktische Allokationen sicherlich sinnvoller ist, einen marktkapitalisierungsgewichteten Index zu nehmen. Der ist per Definition liquider, es gibt Futures darauf. Also es kommt immer darauf an, für was man es einsetzen möchte. Und gerade eben für taktische Allokationen bietet sich marktkapitalisierungsgewichtet an. Für vielleicht strategische Allokationen sehen wir, dass dann teilweise Investoren doch zu anderen Abbildungsmöglichkeiten greifen auch. Also greifen wir mal. Gucken wir uns diese Strategieindizes an, und die älteste Methode ist so nach meiner Einschätzung der Dividendenindex oder der Dividenden-ETF. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Eigentlich wollen ja solche ETFs höhere Erträge bringen, was verständlich ist wegen der höheren Dividenden, aber sie wollen ja auch immer noch ein bisschen besser sein als der Standardindex im Verlauf, im Kursverlauf. Ist das so? Ah ja, einfach gesprochen, mehr Rendite ist schöner als weniger Rendite. Ja. Es gibt für diese Frage zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite der Medaille ist, es gibt schöne Studien, gerade zum Thema Dividendenstrategien, beispielsweise von der französischen Großbank, die eben berechnet hat, dass seit den 70er Jahren der Anteil der Dividendenrendite an der Gesamtrendite bei 35% circa liegt, der Anteil des Dividendenwachstums bei 60%. Mhm. Das macht insgesamt den Großteil der Rendite in verschiedenen Märkten, wurde das analysiert aus. Und das ist schon mal eine gute Statistik, mit der man arbeiten kann. Andere Seite der Medaille, logischerweise die Kehrseite, sagt natürlich auch, dass jede Strategie ihre Marktphase hat. Mhm. Und wir haben das gerade bei Dividendenstrategien gesehen. Die können beispielsweise Sektorübergewichte aufbauen, die ungünstig sind. Das kann auch mal 3 Jahre zu einer Underperformance führen. Ja. Das ist nicht schlimm, das muss man wissen. Man muss wissen, wann man jede Strategie einsetzt. Und da gehören Dividendenstrategien dazu. Mhm. Gut, diese Sektorgeschichten, das war ja vor allem in der Finanzkrise die Banken, die tolle Dividenden gezahlt haben, und plötzlich waren sie aber alle ziemlich schwach in der Kursentwicklung. Man kann ja andere Dinge noch tun. Man kann also die Gewichte verändern. Man kann also ganz klar sagen, dass man das Ganze einfach gleichgewichtet
also nicht nach Marktkapitalisierung. Ist das eine Strategie, die jetzt gut auch öfters angewendet wird? Also generell gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich vergewichte einfach jede einzelne Aktie gleich, habe dann eine komplette Diversifikation, habe aber teilweise gerade in kleineren Indizes dann oder in Indizes, wo es auch viele Small Caps gibt, das Problem, dass teilweise vielleicht kleine Aktien deutlich übergewichtet werden, die dann eben mit Risiko auch behaftet sein können. Mhm. Aber insgesamt ist es natürlich auch eine praktikable Strategie. Das ist halt sozusagen das Simpelste von allem, wo man nicht auf Risiko schaut, nicht auf Korrelation, auf keine anderen Faktoren, sondern einfach gleichgewichtet. Ja. Gut, man kann es ein bisschen komplizierter machen. Das sind dann diese Minimum Volatility-Indizes, die jetzt aufkommen, wo man eben gerade genau Korrelationen versucht noch mal zu optimieren. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Setzen Sie das gerne ein? Ja, auch hier muss man ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Wir setzen es ein. Wir haben auch gesehen, dass in den vergangenen 10 Jahren Strategien, Rückrechnung und tatsächliche Produkte teilweise überlegen waren. Mhm. Aber auch hier gilt, wie bei allen anderen Strategien, es gibt Marktphasen, man kann das auch statistisch mit dem CAPM-Modell nachweisen, Phasen, in denen so ein Modell schlechter performt als ein klassischer kapitalisierungsgewichteter Index. Leider wissen wir immer erst nachher, was die Phase genau gewesen ist. Wir gucken uns eine Grafik an. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, dass man jetzt fundamentale Überlegungen regelbasiert mit hineinnimmt. Und da hat die Société Générale einen tollen Index entwickelt, den Sie auch als ETF umgesetzt haben, nämlich Quality Income Index. Das klingt so danach, als wenn es dann eine Mischung aus Dividenden und noch ein paar anderen Strategien ist. Und diese Rückrechnung, die wir hier sehen, ist natürlich in dieser langen Zeit bombastisch. Also toll, das ist das Gelbe, das hat alles andere outperformed. Wie setzt sich dann ein solcher ETF zusammen? Genau, also es geht, wie Sie schon erwähnt haben, über die reine Auswahl nach Dividendenrenditekriterien hinaus. Ansatzpunkt ist eher der, dass man global die Aktien auswählt, die Qualität beinhalten. Und das wird einerseits in der ersten Phase anhand der sogenannten Piotrowski-Scores, also Aktienanalyse-Scores, die sich auf die Profitabilität, die Liquidität und den Cashflow und die operative Effizienz der Unternehmen anschauen. Also es ist alles auf einer quantitativen Basis. Mhm. Und da werden eben dann nur die Unternehmen genommen, die einen hohen Score haben. Danach wird angeschaut, was ist die sogenannte Distance to Default. Also wie gesund ist das Unternehmen, wie weit ist es von einem potenziellen aus Bilanzsicht Default entfernt. Und erst der letzte Punkt ist, dass noch ein Dividendenfilter hineinkommt. Also dementsprechend ist es ein Index, der qualitativ hochwertige Titel auswählt, die aber auch hohe Dividendenrenditen ausschütten. Also sowas klingt doch eigentlich perfekt. Da müssen Sie sich doch sagen, was brauche ich denn da noch? Standardindizes, ich nehme jetzt alle die tollen, besten Strategien und dann komme ich damit zurecht. Oder wie machen Sie das? Also Sie haben sicherlich natürlich auch noch Standardindizes, weil es noch keine High-Quality-Income-Varianten gibt oder weil man eben halt doch aus bestimmten Gründen da besser mit agieren kann. Wie ist das einzuordnen? Also man benutzt natürlich verschiedene Konzepte für verschiedene Ziele. Mhm. Wir hatten das vorhin schon mal erwähnt. Marktkapitalisierungsgewichtet bedeutet relativ hohe Liquidität, ist ein breit anerkannter Index, da gibt es Futures. Das heißt, wir können relativ liquide mit engen Spreads rein und raus. Mhm. Aber auf der Suche nach Performance bei strategischen Anlagen ist es interessant, auch in alternative Konzepte zu gehen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel für das, was ich seit Jahren versuche zu kommunizieren. Dieses Zusammenwachsen aus der alten aktiven Welt und der modernen passiven Welt der ETFs, das ist hier eigentlich in der Stufe geschehen, wie wir es eigentlich in der Größenordnung noch nicht gesehen haben. Das heißt einfach, früher hieß das Quant, Semi-Quant, regelbasierte Konzepte ist ein Begriff, den ich gern benutze. Smart Beta ist ein interessantes Modewort dazu. Ja. Es heißt letztendlich, dass das, was wir früher hatten, auch im aktiven Bereich, im Quant-Bereich, einfach durch günstige ETF-Mandel umgesetzt wird und wir uns dort dieser Produkte auch bedienen können. Ja gut, das wäre ja auch sozusagen ein Vorteil gegenüber aktiven Managern. Die haben ja zum Teil die gleichen Kriterien. Da werden sie jetzt nur sozusagen zusammengefasst und regelbasiert. Und man spart sich dann viel Arbeit und kann so ein Produkt natürlich generell günstiger anbieten als mit aktivem Management.
Ja, klar. Also es ist einfach eine reine rein regelbasiert, es ist ein reines quantitatives Modell dahinter. Also keine Einzelentscheidung sozusagen. Aber Sie sind ja noch ein aktiver Manager. Also Sie gucken dann und mischen Ihre Anlageklassen ganz geschickt und intelligent. Wenn Sie jetzt nochmal so zurückblicken auf Ihre Performance, wie ist das denn? Ist das Mischen von wie auch immer gearteten Indizes und Anlageklassen wichtiger, als jetzt irgendwelche Strategieprodukte zu nehmen? Also auch hier gilt das Beste aus zwei Welten. Selektion auf der einen Seite. Wir haben dort ganze Kader, ganze Teams von Kollegen, die sich mit der Selektion guter Strategien und guter Manager beschäftigen. Aber eben auch die Asset Allocation, das ist die andere Seite. Und auch dort kennen wir die Statistiken, die bekannten Studien von Bibauer, von Ibotson, die eben sagen, dass der Einfluss der strategischen Allokation auf die Gesamtrendite am größten ist. Also erste wichtige Entscheidung, welche Allokation, welche Märkte, Regionen, Sektoren. Zweite Entscheidung, aktiver Manager oder eine regelbasierte Strategie oder ein marktkapitalisierter Index. Alles ist möglich, je nach Zielsetzung. Und dort das Richtige zusammenzubauen, das ist letztendlich die Aufgabe eines guten Vermögensverwalters. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also, es spricht einiges für Strategieindizes richtig eingesetzt, wenn Sie zunächst mal die richtige Asset-Allokation gefunden haben. Also die Vorgehensweise ist da schon ganz wichtig, eins nach dem anderen. Und dann ist natürlich ein Strategieindex oder Strategie-ETFs eine gute Ergänzung. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.